Bonjour. Ja, das ist jetzt eine Weile her. Wir haben Sommerferien, die neigen sich zum Ende zu und jetzt wird es allmählich Zeit, dass ich nochmal ein kleines Video mache. Zumal eine ganz wichtige Gruppe von Verben noch gar nicht besprochen worden ist. Die habe ich zwar mal erwähnt, als ich was über das Passé-Composé erzählt habe, aber besprochen haben wir sie noch nicht. Und zwar ist das die Gruppe der Verben auf RE. Das ist neben den Verben auf ER und denen auf IR die dritte häufige Möglichkeit, auf die ein Verb enden kann. Und die Regeln sind ganz einfach, denn das mit Stamm und Endung funktioniert so wie bei den anderen auch. Und wir müssen uns noch nicht mal neue Endungen merken. Die Endungen kennen wir im Prinzip schon von den Verben auf IR. Nämlich die beiden S bei je und bei tu. Und jetzt sind wir gewöhnt von den Verben auf IR, dass jetzt hier ein T hin müsste. Das habe ich nicht vergessen. Ein D ist ja so ähnlich wie ein T. Deswegen haben die Franzosen gesagt, bei il lassen wir die Endung weg. Noch ein T hinter das D. Wir hören das D ja schon nicht, brauchen wir nicht noch. Deswegen S und das T fällt weg. Und in der Mehrzahl das Übliche. OLS, EZ und ENT. Jetzt müsst ihr nur, wenn ich das vorlese, ganz genau zuhören. Das ist auch der Grund, warum ich im Unterricht immer meckere, wenn es zu laut ist. Im Französischen muss man ganz feine Unterschiede hören können. J'entends. Tu entends. Il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Und hier dieses D am Ende, das muss man hören. Die Endung selber hört man nicht, aber sie macht das D hörbar. Hier hört man das D gar nicht. J'entends. Ist kein D. Aber hier kann man es hören. Ils entendent. Die meisten Verben auf ER, die größte Gruppe, hat hinten am Stamm dieses D. Jetzt gibt es ein paar Verben, die haben das D nicht. Und dann muss hier wieder ein T hin, wenn da kein D ist. Aber die allermeisten sind nach diesem Schema. Eine Gefahr bei den Verben auf RE ist, es gibt leider ziemlich viele, die unregelmäßig sind. Eins kennen wir schon. Être endet auch auf RE, aber ist komplett anders. Und so gibt es ein paar Verben, die sich nicht an die Regel halten. Die muss man separat lernen. Aber zu einzelnen Verben, die man separat lernt, jetzt ein Video machen, da guckt ihr euch lieber mal eine Tabelle an oder lasst euch mal von eurem Französischlehrer, vielleicht bin ich das ja sogar, mal eine Liste geben, welche Verben auf auf RE, Entschuldigung, welche Verben auf RE jetzt unregelmäßig sind. Denn das sind einige. Und das war es im Prinzip auch schon zu den Verben auf RE. Bis zum nächsten Video.